Hallihallo ihr Lieben, so, heute sind wir mal wieder bei einem neuen Vlog und zwar als erstes erstmal danke, wie immer, dass euch meine Sachen gefallen und ihr auch mir weitere Infos, Tipps und auch was euch interessiert zukommen lasst, aber auch teilweise Tatsache so Kommentare von wegen, naja, ich würde ja gerne da antworten, aber ich möchte auch nicht, dass jeder alles lesen kann, was ich dir mitteile oder wie ich zu deinen Videos stehe und was ich darüber denke, das geht ja doch nicht jedem was an. Ihr müsst nicht kommentieren, es ist schön, aber ihr müsst es ja nicht, ja, also es ist ja eure freie Entscheidung, was ihr macht oder was ihr nicht macht. Natürlich freue ich mich darüber und ja, ihr habt dann auch gesagt gehabt, ihr findet es halt auch cool, dass ich halt meine eigenen Statements damit anbringe und hey, ihr wisst, ich kann schlecht, also ich bin halt der Mensch, ich denke halt so. Sprich, ich kann ja nicht quasi von euch hoffen oder fordern, dass ihr zu etwas Stellung bezieht, euch mitteilt, eure Gedanken preisgebt und ich selbst nicht. Das geht nicht. Ich lebe halt selbst immer wieder nach dem Motto, was ich selbst gern wünsche, ja, von einem anderen. Das muss ich auch selbst erstmal bereit sein, zu investieren, zu geben, umzusetzen. Und so handhabe ich das natürlich dann auch hier. Und ja, deswegen berichte ich halt von Dingen, die ich zum Beispiel auch selbst aus meinem nahen von meinem nahen Umfeld her kenne, was ich selbst erlebt habe. Oder wie ich entsprechend selbst dazu denke, wie ich das sehe, wie ich das wahrnehme und warum. Und daraufhin dann eben die Fragen an euch, ja, wie ihr das seht, wie ihr das denkt. Und vielleicht wir dadurch eine Diskussion, einen Dialog entstehen lassen können, statt nur einen Monolog. Aber wie gesagt, es liegt an euch selbst. Keiner zwingt euch. Es ist eure freie Entscheidung und das ist auch ganz gut so. Ich präsentiere meine Meinung, ich präsentiere meine Gedanken, ich teile sie mit euch und ihr entscheidet, was ihr damit anfangt oder auch nicht. Okay, das erstmal dazu und in diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Macht das Beste draus, ich hoffe, ihr seid nicht so eingeschneit oder bei euch ist es nicht so eisig, also hier ist alles gefroren. Das war heute ein wenig glatt draußen. In diesem Sinne, wir hören, sehen, lesen uns. Bis dahin, eure schöne Zoe. Bye!